Hallo, wir sind Susi und Florian von den Pfeffersportferiencamps. Wir wünschen euch frohe Ostern und als kleine Osterüberraschung haben wir für euch das erste Pfeffersportquiz vorbereitet. Genau, es gibt 10 Fragen für euch und nach jeder Frage habt ihr 5 Sekunden Zeit, um euch die richtige Antwort zu überlegen. Sollten euch die 5 Sekunden nicht ausreichen, dann drückt einfach kurz auf Pause. Schreibt uns gerne in die Kommentare, wie viele Fragen ihr richtig beantworten konntet und bleibt auf jeden Fall bis zum Ende dran, denn die letzte Frage ist eine Schätzfrage und ihr habt alle die Chance, Gewinner oder Gewinnerin eines stylischen Pfeffersport-Fancamp-T-Shirts zu werden. So sieht das T-Shirt aus, bleibt bis zum Ende dran, viel Spaß bei unserem ersten Pfeffersport-Quiz. Dann starten wir mit unserer ersten Frage. Welche Sportart wird in Deutschland am häufigsten im Fernsehen geguckt? Ist es A, Golf, B, Basketball, C, Fußball oder D, Reiten? Die richtige Lösung ist C, Fußball. Das Spiel mit den meisten Zuschauern war das WM-Finale 2014 zwischen Deutschland und Argentinien. Dieses Spiel haben rund 35 Millionen Zuschauer am eigenen Fernseher zu Hause geschaut. Frage Nummer 2. Bei wie vielen Zentimetern liegt der Weltrekord im Limbo-Tanzen? Antwort A bei 50 Zentimetern, Antwort B bei 32,7 Zentimetern, Antwort C bei 25,5 Zentimetern oder Antwort D bei 16,5 Zentimetern? Und die richtige Antwort ist D. Unglaubliche 16,5 cm. Diesen Weltrekord schreibt das Guinness Buch der Rekorde seit 1987 Marlene Simmons zu. Weiter geht's mit unserer dritten Frage. Was wird vor Beginn eines Rodelwettbewerbs gemessen? Die Temperatur A der Sitzfläche, B die Temperatur des Helmes, C die Temperatur des Rennanzuges oder D die Temperatur der Kufen? Die Kufen dürfen nicht erwärmt werden, da dies die Gleitfähigkeit des Rodels verbessern würde. Die richtige Antwort ist D. Die Temperatur der Kufen wird vor dem Start gemessen. Frage Nummer 4. Welcher Wettkampf fand 1904 im Rahmen der Olympischen Spiele statt? Dafür stellen euch gleich 4 Pfeffersportlerinnen 4 unterschiedliche Geschichten vor, wovon aber nur eine stimmt. Also hört gut zu und passt gut auf und entscheidet, welche dieser 4 Antworten die richtige Lösung ist. A. Quack. Da das Imitieren eines Frosches seit Jahrtausenden sehr beliebt ist, wurde 1904 das Froschhüpfen auf einer 100-Meter-Bahn als Disziplin bei den Olympischen Spielen aufgenommen. Quack. Antwort B. Sackhüpfen. Dabei war das 1904 nicht mal die seltsamste Sportart. Unter anderem gab es auch Tabakweitspucken und Tonnenspringen. C. Bowlingkugelweitwurf war 1904 eine Disziplin bei den Olympischen Spielen, nachdem der Amerikaner Neil Miller einen Rekord von 13 Meter aufstellte. D. Für die Sommerspiele 1904 hat England einen Sonderantrag für die neue Disziplin rückwärts schnelllaufen eingereicht, welcher bewilligt wurde. Und somit traten 1904 das allererste Mal Athleten im Rückwärts schnelllaufen an. Richtig ist Antwort B. Sackhüpfen. Frage Nummer 5. Welches dieser Bilder zeigt einen Football? Entscheidet euch für A, B, C oder D. Richtig ist Antwort A. Frage Nummer 6. Wann und wo fand die erste Fußball-Weltmeisterschaft der Frauen statt? A. 1991 in China, B. 1979 in Deutschland, C. 1930 in Uruguay oder D. 1910 in Frankreich. Ui, 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 ui. Ui, ui, ui.
Und die richtige Antwort ist A. 1991 in China. Usain Bolt ist der schnellste Mensch der Welt. Er erreichte eine Geschwindigkeit von A. 44,72 km/h oder B. 14,3 km/h, C. 70 km/h oder D. 5,67 km/h. Im Jahr 2009 sprintete Usain Bolt die 100 Meter in 9,58 Sekunden. Bei diesem Lauf im Berliner Olympiastadion erreichte er eine Durchschnittsgeschwindigkeit von 37,58 km/h und eine Spitzengeschwindigkeit von 44,72 km/h. Richtige Antwort ist also A. Frage Nummer 8. Der schnellste Muskel des Körpers ist ein A. Beinmuskel, B. Armmuskel, C. Augmuskel oder D. Po-Muskel. Und die richtige Antwort ist ein Augmuskel. Welche Regel gilt seit 1896 im Fußball? Ihr hört jetzt gleich vier Antwortmöglichkeiten, vorgetragen von Fußballtrainern unserer Pfeffersport-Feriencamps. Ihr müsst entscheiden, welche der vier Antwortmöglichkeiten die richtige ist. Richtig ist Antwort A. Denn vor dem Jahr 1896 haben die Mannschaften auf Schotter oder Sand gespielt und danach mussten sie auf Rasen spielen, weswegen der Platz grün sein muss. Deswegen ist Antwort A richtig. Seit 1896 gibt es per Hand gemalte Linien im Fußball. Vorher gab es keine Spielfeldbegrenzungen. Die Spieler und der Ball entfernten sich auf weit von beiden Toren. Um mehr Spannung und Tore zu gewährleisten, wurde das Spielfeld begrenzt. Die Linien wurden von Hand gemalt, da es keine festen Fußballplätze gab und auch keine Maschinen dafür. Richtig ist natürlich Antwort C. Im Rahmen der Jener Regeln, eine Reihe von Regeln, die sich vor allem mit der Beschaffenheit des Fußballfeldes befassten, wurde 1896 in Jena festgelegt, dass alle zum Fußball genutzten Sportflächen nicht wie zuvor oft üblich von Bäumen und Sträuchern befreit sein müssen. Bis 1896 durften Tore noch aus jedem Material gefertigt werden. Doch weil sich Torhüter immer häufiger an abgenutzten Holztoren durch Späne und Splitter verletzten, wurden Holztore 1896 verboten. Jetzt müsst ihr euch entscheiden, wer hatte recht. War es A. Lukas, der Rasen muss grün sein, oder war es B. David, die Linien müssen per Hand aufgemalt werden? Antwort Nummer C. Tamino, die Bäume dürfen nicht mehr auf dem Spielfeld stehen, oder die letzte Möglichkeit D. Yannick, die Tore dürfen nicht mehr aus Holz sein. Alle unter euch, die sich für Tamino entschieden haben, haben es natürlich richtig. Seit 1896 dürfen keine Bäume mehr auf den Spielfeldern stehen. Jetzt kommen wir zur 10. Frage unserer Schätzfrage. Was denkt ihr, wie oft schaffe ich es, den Tischtennisball auf der Tischtenniskelle zu jonglieren? 1, 2, 3, 4... Freitag um 18 Uhr kommt unser zweites Pfeffersport-Quiz hier auf YouTube. Dann lösen wir natürlich auch auf, wie oft Susi es geschafft hat, den Ball mit der Tischtenniskelle zu jonglieren. Um an dem Gewinnspiel teilzunehmen, schreibt einfach in die Kommentare, wie oft ich es schaffen werde, den Ball auf der Tischtenniskelle zu jonglieren. Bitte bis spätestens Donnerstag, den 16.04. 18 Uhr. Weil heute Ostern ist, die besten drei Tipper bzw. Tipperinnen gewinnen ein Pfeffersport-Fan-Camp-T-Shirt. Schreibt gerne noch in die Kommentare, wie viele Fragen ihr richtig beantwortet habt. Wir drücken euch die Daumen für das Gewinnspiel und wir hoffen, dass ihr ganz viel Spaß mit unserem Quiz habt. Und ansonsten sagen wir Tschüss und bis zur nächsten Woche.